Hallo ihr Lieben, wir haben heute den 16. Juli und wir haben es jetzt 8:31 Uhr. Ich habe Urlaub, wie ihr vielleicht mittlerweile schon wisst. Und ja, Jacke bedeutet, es geht gleich los. Und zwar habe ich eine neue App gefunden. Die nennt sich Komoot. Wenn ihr das sehen könnt, da unten die App. Und ja, das ist so eine App für perfekte Touren finden. Also da kann man halt wandern, Mountainbiken und sowas. Und ich habe eine schöne Tour gefunden hier bei uns in der Nähe. Man kann da auch den Startpunkt ändern. Also eigentlich hätte ich, glaube ich, 20 Minuten mit dem Auto fahren müssen. Habe jetzt aber den Startpunkt geändert und dann halt auch diese kleine Ausbuchtung, wo man hätte dann langlaufen müssen, wenn man an dem anderen Startpunkt gewesen wäre. Und habe mich für unseren normalen Parkplatz entschieden, wo wir immer starten im Wald. Also es geht in den Deister. Ja, da ist der Liquid ja quasi direkt vor der Tür. Und ja, ich habe mir überlegt, wir machen die Tour heute einfach mal. Die dauert laut App. Wartet, ich kann kurz nochmal schnell reinschauen. Da ist sie. So, da kann man nämlich auch seine Routen schon mal planen. Geplant. Die nennt sich, ja, die hat keinen Namen. 2 Stunden 19 soll die dauern. Da geht gerade meine Mama. So, deswegen einmal kurz winken. 2 Stunden 19 und zwar 7,96 Kilometer dauert die. Ist mittelschwer. Ob das so gut ist, weiß ich noch nicht. Ich habe aber mein Asthma-Spray dabei. Und ja, ich habe einen Rucksack mit. Ich habe was zu essen für mich mit und zu trinken für uns beide. Und ganz neu heute, da ja heute bei uns die Leinpflicht aufgehört hat und wir einen unbekannten Waldweg lang gehen, habe ich sicherheitshalber meine Pfeife dabei. Und ich habe mir heute überlegt, ich nehme auch Jackpot-Belohnungen mit, in Form von kleinen Döschen mit Nassfutter drin. Davon habe ich 4 Stück. Das heißt, ich werde Fanny gleich am Anfang einmal ein bisschen anteasern. Das heißt, ich werde pfeifen und sie bekommt einen Jackpot. Das, also wenn sie perfekt kommt natürlich nur. Sonst machen wir das so lange, bis sie perfekt kommt. Und dann in der Hoffnung, falls wir an schwierige Situationen geraten, mit zum Beispiel Reh oder Hase oder was auch immer, dass ich das dann einsetzen kann. Ich habe auch eine Regenjacke mit, ich habe auch meine Fotokamera mit, ich werde diese Kamera mitnehmen und ihr werdet uns begleiten. Ich weiß nicht, wie weit ich filmen kann, denn es regnet. Aber ich habe mich trotzdem dazu entschlossen, ich werde diese Tour machen, weil ich mich darauf eigentlich schon gefreut habe, auch wenn Wandern nicht so ganz meins ist. Aber wir werden das jetzt machen. Irgendwas will mein Handy gerade. Und ich versuche es euch zumindest. Es gibt da so verschiedene Aussichtspunkte oder ja, schöne Sachen, die man da sehen kann. Also zum Beispiel die Teufelsbrücke. Ich hoffe, die kann ich euch zumindest zeigen, dass es da nicht so doll regnet. Und ja, wie gesagt, ich kann noch nicht sagen, was ich filme. Ich versuche zu filmen. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich das nächste Mal im Wald. So Leute, wir sind im Wald. Ich bin schon wieder genervt von dieser Scheißkamera. Ich habe gerade ein Clip gedreht, hätte ich jetzt beinahe gesagt, wie ich Fanny gerade ranrufe mit der Pfeife und sie ihren ersten Jackpot bekommt. Habe ich euch schön gedreht, dann fällt mir die Kamera runter, der Akku bewegt sich 1 Millimeter und es ist nichts gespeichert. Mega genervt. Also, ich habe gepfiffen. Der Hund ist gekommen und durfte seinen Jackpot ausschlabbern. Hat mir die Finger dabei eingesaut. Es fieselt im Regen, im Wald. Ich bin die ersten 100 Meter schon völlig aus der Puste, weil das gerade am Anfang nur bergauf geht. Ich habe die App an auf meinem Handy. Die geht auch ohne, dass der Bildschirm an ist. Ja. Und sie sagt mir aus meiner Hosentasche raus, wo wir lang müssen. Diesen Weg hier bin ich noch nicht gegangen. Das ist aber einmal so ein Querweg zu unserem normalen Spaziergang im Wald. Und ja, Fanny frisst jetzt gerade vorne Gras. Geschäft ist schon erledigt. Kommt bestimmt später noch was, wenn wir ein bisschen unterwegs waren. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es durchhalte. Ja, wir schauen einfach mal. Ich bin gerade mega genervt. Wir sehen uns auf jeden Fall später. So, wir sind jetzt bis zur Wildruhezone gekommen. Jetzt weiß ich auch, glaube ich, gerade, wofür diese Dinger sind. Die habe ich ja schon öfter unten mal gesehen.
Das heißt, da darf Hanni nicht rein, beziehungsweise wir nicht. Wir wollen aber auch da lang. Das heißt, wir bewegen uns an dem Weg entlang. Da sind wir hergekommen. Und ja, jetzt schauen wir mal, wo es weitergeht. Das Schöne ist ja, dass Hanni nicht in den Wald geht. Bleibt er wirklich am Rand. Dementsprechend muss ich mir auch keine Sorgen machen, dass sie ins Wildgebiet läuft. Und wir gehen jetzt mal weiter. Hier ist es auf jeden Fall schon lichter. Und es regnet immer noch. Und das Schöne ist wirklich, unbekannter Weg im Wald, wo es gut riecht. Und Fanny schaut von sich aus sehr, sehr oft, wo ich bin, ob ich noch hinter ihr bin, wie weit ich weg bin und bleibt in meiner Nähe. So, eigentlich so schnell wollte ich mich gar nicht wieder melden. Jackpot-Dose 2 ist jetzt verbraucht. Gott sei Dank habe ich die dabei. Und die Pfeife. Wo habe ich die Pfeife hingepackt? Ich muss gleich die Pfeife suchen. Wir sind gerade von da unten gekommen und sind hier hoch. Und hier ist halt so eine leichte Kurve. Und Fanny war hier vorne ungefähr. Und von da hinten kam auf einmal ein Border Collie. Und das war nicht nett. Und Fanny hat ihm Bescheid gesagt. Er hat Fanny Bescheid gesagt. Und es war kurz vorm Eskalieren. Das andere Frauchen hat sie nicht abgerufen bekommen. Ich habe sie nicht abgerufen bekommen, bis ich die Pfeife rausgeholt habe. Ein Pfiff. Fanny hat sofort losgelassen, ist sofort zu mir gekommen. Und der andere Hund Gott sei Dank nicht hinterher. Und deswegen hat sie die zweite Jackpot-Dose bekommen. So, wir haben jetzt auch, ich habe sie jetzt ganz entspannt auslecken lassen. Das hat jetzt ein bisschen gedauert. Nächstes Mal muss ich vielleicht doch Dings mit Soße nehmen. Nassfutter mit Soße. Wobei es gar nicht verkehrt ist, dass sie das jetzt in Ruhe aufgeleckt hat. So hat sie sich ein bisschen beruhigen können. Also das Lecken beruhigt ja auch. Und wir müssen nämlich den gleichen Weg lang, wo die jetzt lang gegangen sind. Und deswegen haben wir jetzt ein bisschen Abstand. Die ist dann auch gleich weitergegangen und ich habe Fanny hier unten ihr Futter auflecken lassen. Und bin so froh, dass ich die Pfeife mit habe. Also die Pfeife wird jetzt auf jeden Fall zum Alltagsbegleiter. Ich werde zu Hause direkt mindestens noch 2 Pfeifen bestellen, damit ich nie eine vergesse, dass ich die in meinen Jacken habe. Und ja, anscheinend sind wir jetzt auf einen Hauptweg gekommen. Fanny, warte. Komm mal ran. Komm hier. Komm hier. Hier. Ran. Ran. Wo bist du? Da ist sie. So, die kam nämlich von da unten. Und die hat uns nicht gesehen und wir haben die nicht gesehen. Ran, Fanny. Aber sie hat das toll gemacht. So. Warte. So, hier sieht man einmal ein Schild. Bad Nenndorf. Und ich glaube, das ist der Kamm, wo wir jetzt lang gehen. Ran. Ich wollte nur mal über den Hügel hier gucken. Nicht, dass sie hier noch irgendwo stehen. Aber die sind jetzt schon weiter weg. Okay. Ich dachte erst, es wäre ein Reh gewesen. Aber dann habe ich gesehen, dass da irgendwas Weißes bei war. Und dann dachte ich so, nee, weißes Reh haben wir hier nicht. Und dann ging das auch noch auf Fanny zu. Also normalerweise laufen Rehe ja weg. Ja. Ein Hoch auf den Jackpot. Kann ich euch nur empfehlen. Werden wir natürlich nicht immer dabei haben. Aber jetzt am Anfang auf jeden Fall und gerade in solchen Situationen natürlich das Nonplusultra. Also richtig stolz, dass das mit der Pfeife funktioniert. Und gut, dass wir es vorher nochmal angeteasert haben, dass sie vorhin noch gesehen hat, dass ich was mit habe. Ich weiß nicht, ob es dann geklappt hätte. Ich denke schon, weil auch an der Schleppleine habe ich öfters mal die Pfeife trainiert. Nicht so oft, wie ich es wahrscheinlich hätte tun sollen. Aber da sieht man, immer dabei haben und hin und wieder auffrischen. Lohnt sich auf jeden Fall. So. Es fängt gerade wieder an zu regnen. Ich mache euch mal aus. Wir sehen uns später. So, ihr dürft jetzt mal schauen. Gehen wir runter, geradeaus oder hoch? Natürlich gehen wir hoch. Und schaut mal, was ich hier gefunden habe. Hier ist so ein Bogen. Wo Fanny hintergeht. Fanny, komm mal hier. Nicht dahinter gehen. Und hier ist wieder Fanny. Warte. Warte. Komm mal hier. Komm hier. Ich möchte jetzt nicht, dass sie um die Ecke geht, nicht, dass da wieder die Dinge sind. Warte. Komm mal hier. So, das Navi motzt schon rum. Also, hier ist einmal wieder so ein bisschen Kultur. Der Hund wird langsam nass. Ran. Wo bist du? Ran. So, und ich muss euch jetzt etwas gedrosselt immer mitnehmen, also nur wenn es wirklich wichtig ist, so wie gerade, denn der erste Strich vom Akku ist nämlich weg.
Ich habe zwar notfalls noch die Fotokamera, mit der ich filmen kann, aber da funktioniert das nicht so ganz gut. Wir gucken jetzt mal. In 25 Metern an der Gabelung links, in 20 Metern links halten auf B. So, ich denke mal, wir werden hochgehen müssen. Okay. Hier, Fanny. So, das hier haben wir gerade gefunden. Und da oben steht unser erster Zwischenpunkt, 123 Meter. Und zwar nach da gleich. Aber ich wollte euch noch mal kurz zeigen. Da sind nämlich ganz viele Honigvölker. Da macht wohl ein Imker Waldhonig. Fanny ist natürlich auch noch am Start. Die kommt jetzt ran, weil sie jetzt gerade ein bisschen unübersichtlich wird. Aber sie kommt nicht an die Leine, sondern einfach nur an die Seite. Also aktuelle Situation. Da unten hinter den Bäumen ist die Teufelsbrücke und wir müssen jetzt diesen Weg hier runter. Fanny jammert schon, weil sie warten muss. Warte. Ich wollte euch das mal zeigen. Also das ist ganz schön gefährlich. Ich meine, ab da unten kommt zwar ein Geländer, aber da geht es runter. Ich bin jetzt mal am Überlegen. Ich glaube, ich nehme Fanny lieber an die Leine, nicht, dass sie mir da irgendwie wegpäst. Ja, das kämpfen wir jetzt aber hundertprozentig ohne Kamera in der Hand durch. Und Fanny kommt einmal kurz an die Leine, sicherheitshalber. So, wir haben es geschafft. Wir sind jetzt da hochgekommen. Wir hätten uns natürlich auch den Berg runterkraxeln können. Und hier haben wir, ich würde mal sagen, die Teufelsbrücke. Fanny passt es gar nicht, dass sie gerade an der Leine ist. Die haben sie auf jeden Fall neu gemacht jetzt in letzter Zeit. Die sah nämlich mal anders aus. Und ich glaube, ich spare mir das, mit Fanny da ein Foto zu machen. Fahr jetzt auf. Ich weiß auch nicht, warum sie hier so rumfiebt. Fanny, ran. Sitzen. Keine Ahnung, was sie hat. Sie da nicht rüber will. Wir gehen da jetzt einmal rüber und dann mache ich vielleicht von der anderen Seite gleich nochmal ein Foto. Okay. So. Wir sind drüber. Und uns hat der Teufel nicht geholt. Ach, eigentlich können wir da gleich ein schönes Foto machen. Fanny, warten. Und da unten ist jetzt übrigens die Gaststätte, die dazu gehört. Also Gaststätte zur Teufelsbrücke oder so. So, wir sind jetzt an der Teufelsbrücke vorbei und ja, wir haben uns ein bisschen verfranst, denn da waren drei Wege abgezweigt und ich habe zwei davon ausprobiert, weil das halt die Wege waren, die weitergingen, auch in die gleiche Richtung und die waren irgendwie falsch. Und jetzt bin ich da an der Gaststätte direkt am Haus vorbei und habe diesen Weg entdeckt und das ist der tatsächlich, da stand auch Rundweg drauf. Und der sieht so aus und die anderen waren geschottert, deswegen bin ich da lang gelaufen. Fanny bleibt jetzt, glaube ich, noch einen Moment an der Leine, weil es hier am Rand ziemlich steil bergab geht. Aber es geht noch, da hinten wird es gleich noch schlimmer, habe ich schon gesehen. Aber wir sind jetzt auf dem richtigen Weg. Weiß gar nicht, ich glaube, wir sind jetzt schon eine Stunde unterwegs. Wir werden definitiv länger brauchen als die 2 Stunden 19. Aber wir machen natürlich auch zwischendurch Pause. Alleine schon zum Trinken für Fanny und fürs Erholen, fürs Rauchen. Und dann machen wir natürlich auch zwischendurch noch Fotos. Ist total schön. Erstens mal, bei dem Wetter ist natürlich keiner unterwegs, es ist auch unter der Woche. Und das sind die Wege aus meiner Kindheit. Also hier sind wir ganz, also als ich klein war, so bis 15, sage ich jetzt mal, ganz viel im Deister unterwegs gewesen. Wir haben noch keine Tiere gesehen, ist auch ein bisschen, also bis auf den Border Collie, also keine Wildtiere, das ist ganz gut. Ich brauche jetzt hier keine Wildschweine und Fanny braucht bestimmt kein Reh, obwohl sie das, glaube ich, anders sieht. Ich drehe euch nochmal um, weil das ist hier nochmal eine ganz andere Landschaft, als wir sonst haben. Auf den Spaziergängen, die ich mit euch immer zusammen mache. Also das ist der Weg hier. Hier sind auch anscheinend Pferde unterwegs. Und hier geht es richtig hoch und es sind halt alles Nadelwälder hauptsächlich hier. Wir haben schon ordentlich an Höhenmetern, glaube ich, geschafft. Und hier ist dann halt dieses, ja, ich weiß gar nicht, was das ist, ob da früher mal ein Fluss war oder Wasser ist da unten auf jeden Fall nicht. Das ist ja auch das, wo die Teufelsbrücke drüber geht. Ja, ist auf jeden Fall richtig, richtig schön in der Natur. Ich glaube, das pinke Ding sagt uns, wir sind richtig
nämlich echt schön und da wird es jetzt gleich noch ein bisschen lichter. Deswegen behalte ich euch mal ganz kurz noch an. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass da Fanny runterrennt, aber das ist mir einfach zu riskant. Also ganz so steil geht es jetzt doch nicht bergab, wie ich gedacht habe, aber sicher, sicher. Wir gucken auch gleich mal, ob es aufgehört hat zu regnen, denn da wird es jetzt ein bisschen freier. Ich denke mal, da wird auch einiges abgeholzt sein. Da ist auch irgendwas gesperrt, ich hoffe nicht unser Weg, aber es sieht nicht so aus. Ich denke mal, einfach damit man das nicht betritt, da wo abgeholzt ist, das ist wahrscheinlich auch noch von den Stürmen. Wir hatten ja damals den Sturm Kirill, das ist jetzt glaube ich aber auch schon keine Ahnung wie lange her. Und der hat uns natürlich ordentlich hier im Deister die Bäume weggeschlagen. Jetzt ist das aber auch so gewollt hier, so eine Lichtung zwischendurch. So sieht das hier aus. Also hier immer noch grau in grau. Aber im Wald ist es noch ganz angenehm und besser als 30 Grad. Es soll nämlich die Tage auch wieder warm werden und dann hätten wir das definitiv nicht mehr machen können. So, das Navi rasselt gerade aus, aber wir haben gerade den nächsten Punkt erreicht. Deswegen gucken wir hier einmal ganz kurz. Mit der Hoffnung, dass hier kein Wild gerade drauf ist. Weil hier ist nämlich auch eine Bank, hier darf man also hin. So, und das ist die Aussicht gerade. Da unten ist die Autobahn, die A2. Ihr könnt das wahrscheinlich sehen, die ganzen LKWs. Aber wie schön es einfach hier ist. Herrlich. Eine Lichtung. Eine ähnliche Lichtung, wie wir sie haben auf unserem normalen Spaziergang. Nur, dass der Blick in die andere Richtung vom Deister geht, also in die Richtung, meine ich. Ja, doch, ist in die andere Richtung. Und jetzt werden wir weitergehen. Ich guck mal gerade, wie viel wir noch müssen, dadurch, dass wir ja schon so oft Pause gemacht haben. Wartet. So. Okay. Schwupp, da sind wir. Und sie sagt mir, in 20 Metern müssen jetzt erstmal ein Stück den Weg lang laufen. Also bis jetzt ganz gut. Das ist übrigens das untere hier. Ich weiß nicht, ich habe jetzt gerade nicht gedreht. Moment. Also dieses hier, das ist unser Schild, glaube ich. Und sagt uns, dass wir richtig sind. Zumindest begleitet uns das Schild schon die ganze Zeit. Ich hoffe, es passt auch so. Und ja, wir gehen jetzt auch weiter. Ich lasse auch die ganze Zeit die App mitlaufen. Ich habe jetzt 20% Akku schon verloren. Ich habe 4 oder 5 Insta-Stories gemacht, die ich aber erst zu Hause hochlade, weil ich hier keinen Empfang habe, keinen richtigen dollen. Folge dem Weg 550 Meter. Also wir sind richtig. In 20 Minuten kommt der nächste Wegpunkt. Das ist dann Blevedere-Turm. Irgendwie sowas. Wir haben jetzt 3,95 Kilometer zurückgelegt durch den Umweg und wir haben noch 4,36 vor uns. Das heißt, wir haben noch nicht die Hälfte. Wir sind jetzt laut der App 43 Minuten unterwegs. Ich glaube, wir sind schon länger unterwegs. Und haben noch 1 Stunde 13 vor uns. Das heißt, wir sind bestimmt noch 1,5 Stunden unterwegs, denke ich. Aber es macht trotzdem richtig Spaß. Wir sehen uns später. So, da ich ja für mehr Realität auf YouTube und Instagram bin, wollte ich euch jetzt erzählen, was gerade passiert ist. Ja, es war soweit. Wir hatten einen Reh. Also Fanny hat ein Reh gesehen, hat es mir total geil angezeigt. Sie hat nämlich, wie nennt man das, also wo die eine Pfote so hochheben, hat sie gemacht, richtig geil, ein Vorsteh. Und ja, ich habe sie kurz reingerufen, habe sie gelobt und hätte sie anleihen sollen. Denn sie hat mir ein Reh angezeigt, das, ja, wenn man jetzt so guckt, ungefähr bei dem Zaun ist jetzt bin ich mit dem Finger aus Versehen auf den Stock gekommen, also ungefähr da vorne, so von der Weite, also es steht schon ein Stückchen her. Und ja, so schnell konnte ich die Pfeife gar nicht rausholen, wie sie weg war. Das ist dem Reh dann hinterher.
ich musste dreimal pfeifen und dann kam sie zurück. Also das ist ja immer das, was bei Fanny halt ist. Sobald ich das Reh vor ihr sehe oder es überhaupt sehe und sie rufe und sie es schon gesehen hat, dann ist es zu 100% abrufbar. Sobald sie aber in der, ich nenne es jetzt mal vorsichtig ausgedrückt, Jagd ist, weil im Prinzip ist es ein Jagen, was sie dann macht, dann bekomme ich sie nicht mehr raus, habe aber Gott sei Dank den Vorteil, dass Fanny sehr an mir hängt. Also hätte ich euch vorhin vielleicht mal schön zeigen können. Sobald eine Ecke kam, um die wir gegangen sind, dreht sie sich um und schaut, wo ich bleibe. Das hat sie von Anfang an gemacht. Wir hatten ganz am Anfang, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, die Situation, dass Fanny gerade mal so die ersten ein, zwei Wochen bei uns abgeleint war. Also nicht bei uns war, sondern dass wir sie abgeleint haben. Und da haben wir einen Försterjäger getroffen mit einem Jagdhund im Feld. Und die haben kurz gespielt, die Hunde. Und dann kam ein Hase und der Jagdhund ist hinterher. Und er ist dann halt auch richtig hinterher. Und wir haben ja auch die Bundesstraße bei uns und Fanny ist halt mitgelaufen. Und da hatten wir halt einen Rückruf. Es war super schon aufgebaut, aber ich konnte rufen, ich wollte, die kam nicht. Hatte auch noch keine Pfeife zu dem Zeitpunkt, glaube ich. Und dann war sie, keine Ahnung wie weit weg, auf jeden Fall noch in Sicht, drehte sich um, blieb stehen, schaute dem Hasen hinterher, schaute mich an und kam auf mich zu, weil es ihr schon zu weit weg war. Also da haben wir halt echt Glück. Ich muss auch sagen, das war das erste Reh, was sie gejagt hat. Sonst bin ich eigentlich so aufmerksam, sehe die Tiere vor ihr, beziehungsweise deute ihre Signale richtig, aber ich habe sie jetzt hier auch an der Leine, weil sie ist hier nur durchweg am Schnüffeln. Und zwar nicht so, oder, also schön, da rieche ich mal, sondern sie ist hier wirklich komplett, kontinuierlich nur am Schnüffeln. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass hier ist ein Gebiet, wo sehr viel Wild ist. Und damit das nicht nochmal passiert, bleibt sie jetzt erstmal an der Leine, bis es wieder übersichtlicher wird. Denn hier ist es jetzt, und die macht da gerade nochmal ein Geschäftchen, sehr unübersichtlich. Also klar, hier links würde man es sehen, aber hier rechts keine Chance. Da sehe ich das Wild nicht vor ihr. Und deswegen bleibt sie jetzt einmal an der Leine. Ist auch nicht schlimm, sie war hier jetzt lang genug im Freilauf. Und das wollte ich euch einmal nur kurz erzählen. Und auch wir sind nicht perfekt. Auch Fanny geht mal jagen, was sie natürlich nicht machen sollte. Und wie gesagt, das war einfach meine Schuld, weil sie mir gezeigt hat, dass da was ist. Und ich habe halt nicht richtig reagiert. Ich hätte sie halt entweder ins Rannehmen sollen oder halt einfach an die Leine. Ran reicht sogar schon, wenn ich sie im Kommando habe. Ich hätte ihr auch einfach Sitz sagen können. Aber da war sie schon weg dann. Und da war die Pfeife halt nicht schnell griffbereit. Würde mich mal interessieren, ob eure Hunde jagen sind. Also schon gejagt haben. Fanny erwischt Gott sei Dank auch nichts. Bisher hatten wir zwei tote Mäuse. Nein, eine tote Maus. Die hatte ich euch ja auch, glaube ich, schon erzählt. Fanny, komm mal her. Komm mal hier. Ah, die verheddert sich hier ständig. Eine tote Maus und eine noch, die ich noch retten konnte. Denn auch da ist das Schöne, ich muss wohl dann so impulsiv sein, dass sie auf aus die Maus ausspuckt. Also sie hat sie jetzt zweimal ausgespuckt. Huch, wir sind am nächsten Checkpoint, hätte ich beinahe gesagt. Ja, deswegen bleibt ihr mal kurz an. Das ist ein Aussichtsturm. Keine Ahnung, wie der heißt. Keine Ahnung, ob wir da hochkommen. Mit Fanny komme ich da definitiv nicht hoch. Pferdeäpfel. Ist auch eklig. Hier liegt der ganze Weg immer voller Pferdeäpfel. Der Turm ist zwar offen, aber wenn ihr da oben die Stufen seht, die sind ganz schön steil, da komme ich mit Fanny nicht hoch. Das kann ich vielleicht mal machen, wenn ich mit Herrchen noch mal hier bin. Sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Okay, nächsten Aussichtspunkt erreicht, dann können wir weitergehen. Der war jetzt, also wäre spektakulärer, wenn man wirklich hochgehen und Fotos machen könnte. Aber ich werde Fanny definitiv nicht hier unten allein lassen. Auch wenn wir schon seit Ewigkeiten niemanden mehr gesehen haben. Haben wir überhaupt. Bis auf den Border Collie haben wir noch niemanden gesehen hier im Wald.
So, die Teufelsbrücke ist übrigens 2 Kilometer her mittlerweile. Und wir hätten vorhin einmal ein bisschen abkürzen können und hätten uns halt diesen Aussichtspunkt sparen können. Aber das wollte ich nicht. Ich dachte mir, wenn wir schon unterwegs sind. Und übrigens, ganz toll ist hier auch für Mountainbiker. Hier sind so richtige Mountainbike-Strecken. So, wir haben uns jetzt zum dritten Mal ein bisschen verlaufen. Und zwar möchte ich euch das einmal ganz kurz zeigen. Das ist das Problem. Es liegt vielleicht nicht unbedingt an der App. Vielleicht auch ein bisschen. Weil, ja. Wir sind von da gekommen. Ja. Und sie hat nichts gesagt, also sind wir hier weitergegangen. Ja. So weit, so gut. Auf dem Schild dort steht einmal die 1 nach links oder rechts. Und das hier wäre unser Weg gewesen. Fanny hat sich übrigens gerade eingewickelt, deswegen gehen wir jetzt hier. Komm mal zurück. 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 So, schon ein bisschen besser. Und ich zeige euch mal, wie der Weg nämlich gleich aussieht. Deswegen habe ich mir gedacht, das kann nicht richtig sein. Ja. So sieht das hier gleich aus. Ich hoffe, dass wir da gut durchkommen und dass wir uns nicht komplett verlaufen. Wir versuchen jetzt mal unser Glück, würde ich mal sagen. Also sonst müssen wir einen Umweg laufen und der kostet uns Zeit. Aber es ist ein ausgeschilderter Wanderweg hier. Alter Falter! Das war ein Weg. Der Weg, der nicht sichtbar ist, so in etwa. Wir haben aber unseren nächsten Punkt erreicht. Ich zeige es euch mal, ich muss mal ein Stück weg. Komm mal hier. Komm mal her. Fanny ist immer noch an der Leine. Das ist mir hier einfach zu eng und sie findet es gar nicht toll. Aber da muss sie durch. So, das ist einmal unser nächster Punkt. Und zwar ist das so ein alter Stollenwagen. Also so ein Förderwagen. Fanny. Also hier steht auch ein Schild drauf. Ich weiß nicht, ob man es lesen kann. Also dieser Förderwagen auch. Hund genannt, soll an die Steinkohlegewinnung in diesem Bereich erinnern. Etwa 80 Meter in die Richtung, wo wir jetzt hinwollen, befindet sich das Mundloch des Strutzbergstollens. Hier wurde im Rahmen des Notbergbaus nach dem Zweiten Weltkrieg von 1952 bis 60 das ca. 50 cm mächtige Kohleflöz abgebaut, für ein Glück auf Rier. Also wir sind hier halt in einem Bergbaugebiet. Wir haben auch bei uns im Ort einen Stollen, den man besichtigen kann. Da waren wir auch schon mal drinnen. Und eigentlich wollte ich hier ein Foto machen. Ich bin nur gerade am Überlegen. Es wäre natürlich cool, wenn Fanny da oben drauf ist, aber das mache ich nicht. Weil sich das erstens mal nicht gehört und zweitens mal ist mir das zu gefährlich. Aber ich habe ja das kurze Objektiv. Also theoretisch könnte ich sie davor setzen. Das werden wir machen, auch wenn ich keine Motivation gerade mehr habe, Fotos zu machen. Wir machen das jetzt trotzdem. So, nächstes Ziel ist erreicht, Mooshütte. Kann man mit dem Auto hinfahren. Und wir sind jetzt schon aber weiter. Also man sieht, es ist ein ganz schöner Umweg, weil 1,9 Kilometer in die Richtung kommt wieder die Teufelsbrücke. Aber da wollen wir nicht hin. Wir gehen jetzt quasi hier hoch. Und ich glaube, jetzt wird es auch der Wald wieder ein bisschen angenehmer. Deswegen kann man hier gleich dann wieder ohne Leine laufen. Ich weiß jetzt noch nicht, ob links oder rechts. Da müssen wir gleich mal die App fragen. So, ich glaube, einen der letzten Punkte erreicht. Das mache ich nur aus Entfernung. Das ist ja der Blick, den wir von unserer Wiederaussicht auch haben. Also wir sind jetzt auf der richtigen Seite. Irgendwo wird hier nämlich auch gerade die ganze Zeit ein Hund gerufen. Ich hoffe nicht, dass der abgehauen ist. Und wenn er abgehauen ist, dass das ein braver Hund ist. Oh, da habe ich mich jetzt keine Lust mehr drauf zum Schluss. Und ich glaube, wir kommen jetzt auf den Weg, den wir sonst immer gehen. Schöner Biergarten. Oder zumindest, wenn wir unseren Weg weitergehen würden, würden wir irgendwann hierher kommen, aber wir biegen dann immer vorne ab. Ja. Und ich würde fast sagen, vielleicht noch 20 Minuten und dann haben wir es vielleicht endlich geschafft. Also es ist noch nicht ganz der Weg, wo wir sonst immer spazieren gehen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ich glaube, unser Weg läuft parallel. Ich kenne diesen Weg hier gar nicht, also erinnere mich auch nicht von früher dran. Aber die Aussicht ist natürlich herrlich, ne? Da kommt jetzt, glaube ich, auch gleich eine Wiese. Schauen wir mal, ich lasse jetzt Fanny noch mal kurz an der Leine. Nicht, dass da
irgendwie wild drauf ist. Wäre natürlich richtig cool, dann können wir jetzt nämlich gleich noch vielleicht einmal filmen, aber ich denke mal nicht. Also hier ist nichts, außer ein Greifvogel, der da fliegt. Und dann würde ich fast mal sagen, oh, schaut mal, deswegen ist hier wahrscheinlich auch ein Jägerstand. Das ist bestimmt richtig schön im Morgengrauen. Fanny, komm mal her. Lass jetzt mal flitzen, komm mal her. Das hat sie nämlich, glaube ich, gerade mal nötig. Dass sie hier immer ein bisschen blitzen geht. Aber ich kann mir vorstellen, dass das hier bestimmt gut von Wild genutzt wird. Und jetzt auch gerade mal von Fanny. Ich war jetzt eine ganze Zeit an der Leine, deswegen muss er sich erstmal austoben. Nicht in den Jägerstand. Mein Gut, dass wir es nicht mehr lange haben, weil sonst wäre sie gleich platt. So, dann werden wir mal die letzten Meter machen. Ich weiß gar nicht, wie lange. Ich kann ja gleich mal nachgucken. Wartet kurz. So, wir sind jetzt, ich weiß nicht, ihr könnt es glaube ich nicht sehen. Spiegelt zu doll. Schade. Ja, doch ein Stückchen müssen wir noch. Sagt mir jetzt gerade nicht, wie lange. Doch da, 17 Minuten noch, glaube ich. Und Fanny flitzt immer noch. Lass sie noch mal kurz auslaufen, wenn wir jetzt nicht mehr so lang unterwegs sind. So einen guten Kilometer noch, dann sind wir da. Wir sind jetzt auf 200 Meter Höhe. Also es geht jetzt wieder bergab, Gott sei Dank. So, hast dich ausgetobt, Maus? Nochmal schnüffeln und dann geht's. Die letzten 20 Minuten. Dann haben wir es geschafft, Maus. Bin mal gespannt, wo der Weg hier noch lang geht und wie wir auf unseren anderen Weg kommen, weil das ist nämlich herrlich hier mit der Wiese. Dann kann man das hier öfter gehen. Wir schauen mal. Ich hoffe nicht, dass wir noch einen Reh sehen. Aber ich guck gleich mal, da wird sie gleich ein bisschen rangerufen. Oder kommt wieder an die Leine. Wir schauen mal. So, einmal nur schnell, weil es jetzt wieder anfängt zu fieseln. Also der Wanderweg ist ja, in eine kleine Treckerspur. Und wisst ihr, wo wir, glaube ich, sind? Schaut mal. Nein, ich weiß, wo wir sind. Guckt mal hier hin. Kommt euch das bekannt vor? Nein? Schaut mal. Da oben waren wir heute Morgen. Das ist unsere Wiese. Das ist wirklich unsere Wiese. Da oben steht auch dieser Heuwagen noch. Und wir sind jetzt auf einer komplett anderen Seite. Ist das geil. Hier war ich auch noch nie. Wirklich nicht. Richtig cool. Fand ich es auch, glaube ich, so langsam durch. Und ja, hier sieht es immer noch schön aus. Da geht es jetzt gleich wieder in den Wald rein. Und ich hoffe, dass wir dann gleich da sind. Okay. Ich habe auch so langsam eine Vermutung, wo wir rauskommen. Ich glaube, wir kommen unterhalb des Parkplatzes raus. Bin mir aber nicht ganz sicher. Also kann sein, dass wir in einer Dorfstraße rauskommen. Aber wir schauen gleich erstmal, ob der Weg hier auch irgendwo noch zu Ende geht. Weil es sieht gerade so aus, als wenn wir uns gleich durch den Wald kämpfen müssten. Oh Mann. Das wäre jetzt ärgerlich auf den letzten Metern. Aber dann sonst probieren wir irgendwie auf die Wiese zu kommen. Und über die Wiese zu gehen. Aber ich glaube, ich sehe schon einen Mini-Mini-Mini-Pfad, wo es lang geht. Also teilweise sind die Wege echt scheiße. Entschuldigung dem Ausdruck, aber schaut euch mal, wo wir jetzt durch müssen. Also es ist definitiv mittelschwer, das passt von der Strecke. Und es ist auf jeden Fall nicht Kinderwagen geeignet. Also ich gucke gleich nochmal in die App, aber ich gehe mal davon aus, das ist unser Weg. Naja, wir sehen uns hoffentlich gleich mal am Ziel. So, wir sind jetzt irgendwie auf einer Wiese rausgekommen. Fanny darf nochmal flitzen. So sieht das hier gerade aus und die App möchte, dass ich hier hochlaufe. Ich
bin gerade am Überlegen, ob das schon mein Weg sein könnte, den ich immer hochfahre. Aber ich glaube, das ist noch ein bisschen zu früh. Also sie möchte wirklich, dass ich hier hochlaufe. Fanny, warte. Ich weiß nicht, was da oben ist. Bei nächster Möglichkeit links. Also bei der nächsten Möglichkeit links. Irgendwie weiß ich nicht, ob das so richtig ist. Weil hier sieht es so aus, als wenn öfter mal welche durchlaufen. Nicht so oft, aber ab und zu. Und ich glaube, da kommt jetzt ein Weg. Nein, nein, wir sind noch nicht an unserem Parkplatz. Ja, links, wissen wir. Okay, das Ganze nennt sich jetzt Katzenweg. Das heißt, wir werden wohl richtig sein. Fanny! Komm mal hier! Warte! Stopp! Und ran! Fanny, ran! Sitz! Okay. Sitz! Ich habe gerade okay gesagt. Okay. Ich glaube, irgendwo da oben ist unser Weg. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich hier noch Fotos mache. Aber die Blumen sind eigentlich ein bisschen hoch für Fanny. Ich weiß gar nicht, ob ihr die überhaupt sehen könnt. Puh. Da. So. Und laut App müssen wir jetzt hier lang. Und ich denke mal, also, das lassen wir uns mal überraschen, ne? So. Wie schon gesagt, wir kommen unterhalb des Parkplatzes raus. Jetzt bin ich aber auch geschafft. Fanny darf jetzt die letzten Meter noch freilaufen. Sehr gewohnte Umgebung. Wir haben uns das Hofer auf jeden Fall verdient. Der Punkt ist ganz unten noch gewesen. Das heißt, wir sind jetzt noch mal bestimmt 3 Minuten hier hochgelaufen zum Auto. Hätte ich es gewusst, hätte ich es tiefer abgestellt, aber dann hätten wir halt heute Morgen länger gebraucht, weil wir ja hier gestartet sind. Ja, anstrengend. Aber auch das Auto steht da noch. Es ist auch niemand anderes hier. Und wir haben es geschafft. Yay! Ja, Fazit. App ist wirklich hilfreich, kann ich empfehlen. 1000%ig genau ist sie natürlich nicht. Aber es liegt halt auch daran, dass im Wald das GPS-Signal nicht so toll ist, beziehungsweise ihr ja auch gesehen habt, was das teilweise für Wege waren. Ich suche jetzt einmal den Autoschlüssel raus. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Der Tag hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir haben es jetzt übrigens 10 vor 12. Das heißt, es gibt nur noch eine kurze Pipi-Runde heute Abend. Und wir haben morgens und Nachmittagsrunde in einem gehabt. Oh, ich bin kaputt. Was hast du, Fanny? Bist du auch kaputt? Oder kannst du noch? Nee, du bist auch kaputt, glaube ich. Ne? Es riecht halt immer sehr extrem hier. Ich bin mal gespannt, was für Fotos rausgekommen sind. Und das Schöne war wirklich, wir haben auf dem ganzen Weg, also jetzt zum Schluss nochmal 2 Hunde gesehen. Vorher den einen Border Collie und einen Mann mit Nordic Walking Stöcken. So, ja, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!